Hallo Leute und damit herzlich willkommen zu einem neuen Video hier auf meinem Kanal. Und zwar herzlich willkommen zu einem neuen Relive-Video, Unboxing slash Review oder eher gesagt Made in China Video. Ja, wie immer bin ich mal wieder gespannt. Ich weiß natürlich, was ich bestellt habe, aber ja, ihr wisst es nicht. Das Ding hat tatsächlich diesmal sogar ein bisschen weniger gekostet. Ja, ich habe mal hier den Ton ausgemacht, weil die Audiospur, die ist ein bisschen abgekackt. Deswegen habe ich das Ganze nachsynchronisiert. Ich habe was Neues ausprobiert und das hat auch nicht so gut geklappt, dass ich das Bild von der Hauptkamera, also meiner Smartphone-Kamera, auf PC übertrage, aber dann hat es den Ton nicht hingehauen. Das wurde zwar aufgenommen, aber wurde nicht richtig aufgenommen. Aber nichtsdestotrotz gucken wir uns heute mal an, was wir bekommen haben. Wie gesagt, es hat nicht ganz 1 Euro gekostet, sogar nur 95 Cent. Das heißt, wir haben sogar noch 15 weniger ausgegeben als 1 Euro. Ziemlich nice. Natürlich wie immer ganz normal von Wish plus 2 Euro Versand. Ja, wir sehen, es ist so eine kleine LED. Ich habe sie als für Micro-USB bestellt. Die ist aber tatsächlich mit normalem USB angekommen. Das ist ein bisschen komisch, aber das ist halt typisch Wish. Ja, was soll man dazu sagen? Wir hatten eine kleine LED. Und ja, fand ich ehrlich gesagt ziemlich nice. Ja genau, da zeige ich euch hier nochmal jetzt gleich in diesem Video ein bisschen was darüber. Und ja. So. Also ich habe halt jetzt ganz normal vom Video die Tonspur deaktiviert, aber dafür läuft jetzt halt wie immer halt die typische NVR Gaming Hintergrundmucke. Das ist ja auch nicht schlecht. So, mache ich das Licht aus, weil ich wollte natürlich zeigen, wie das Ganze live aussieht. Dann habe ich jetzt auch gesagt, Digga, dann schließen wir das Ganze halt am PC an, aber auch das hat halt nicht so geklappt, wie ich wollte. Und ja, dementsprechend. Ist das halt ein bisschen schief gegangen. Und ja, hier habe ich das halt gesehen und da habe ich gemerkt, dass es halt nicht funktioniert jetzt und dann habe ich gesagt, ja, dann sehen wir uns gleich wieder und deswegen würde ich sagen, jetzt gleich geht's weiter ohne Nachsynchronisierung, gleich weiter jetzt mit dem Originalvideo. Bis gleich für euch, noch nicht mal eine Sekunde. Okay. So, da befinden wir uns wieder im Ganzen. Ja, ich decke mal die Kamera aus. Bzw. eher das Mikrofon, die Kamera ist oder das Smartphone. Wir gucken aber mal, ob das Ganze überhaupt funktioniert. Wow! It works! Really cool. Look at this LEDs. That looks nice. Ehrlich, das ist ja mal richtig geil.
Genau. Und ich sage, machen wir direkt mal Mucke an und gucken mal, wie das Ganze auf Musik läuft. Wollen wir mal gucken? Ne, das ist glaube ich nicht das hier. Machen wir mal Mucke von YouTube an. Wir wollen eine copyright-freie Mucke. Und gucken, wie das Ganze mit Mucke funktioniert. No. So. So, das war das ganze Ergebnis und ja, es leuchtet schon ziemlich nice. Also kommen wir mal zum Fazit dieses Produktes. Ich muss sagen, dieses Produkt bewerte ich tatsächlich mit einem vollen Knüller. 95 Cent kann man auf Wish finden. Wie gesagt, den direkten Link kann ich euch natürlich nicht geben, weil das natürlich immer unterschiedlich ist oder was auch immer kommt. Aber wir haben das Ganze tadellos und ja, nice. Nice Ding, ehrlich. Ja, wenn euch das Ganze gefallen hat, würde ich mich wahnsinnig über ein Like freuen. Und wenn ihr weiterhin auf diesem Kanal nichts verpassen wollt, könnt ihr euch auch abonnieren. Cool raus. Ciao, Leute.